Beim Paradise City Video Podcast, Podcast. Ja, toll, dass ihr da seid. Es ist jetzt mal 16 Uhr und nicht 19 Uhr und das hat auch viele, viele Gründe. Aber ja, der Paradise City Video Podcast beschäftigt sich mit Utopien. Wir erforschen hier im Prinzip Utopien und jedes Mal ist jemand zu Gast und bringt auch einen Fokus mit, beziehungsweise ein Thema, weil das Thema Utopien ist ja riesig. Und ja, dieser Podcast findet immer Dienstag und Donnerstag statt. Und ich hoffe, dass ihr alle da seid oder beziehungsweise, dass ihr das vielleicht schon durch eine Story erfahren habt oder vielleicht seid ihr auch spontan dabei, dann schnappt euch einen Kaffee. Und ja, es geht heute nämlich um ein spannendes Thema. Und der Videopodcast ist im Prinzip aus einem gleichnamigen Theaterstück entstanden, ein Theaterabend, der in 3 Tagen am Freitag Premiere feiert. Das heißt nämlich Paradise City und das unentdeckte Land. Und dort geht es eben um das Glück, um Paradise City. Das ist eine Stadt, die im Prinzip das Glück verkauft und wo Menschen leben, die nur, da ist einfach das Glück zu Hause sozusagen. Und man wird da glücklich, man findet dort das Glück und so weiter. Und heute beschäftigen wir uns das erste Mal tatsächlich mal mit dem konkreten Begriff Glück. Und das habe ich Berna zu verdanken, weil sie ist heute unser Gast und hat das Thema mitgebracht. Und genau, wir sind hier nämlich im Prinzip sind wir gerade in Paradise City, genau an dem Ort, wo das stattfinden wird, wo auch das Glück zu Hause ist. Und ja, ihr könnt euch inspirieren lassen, vielleicht habt ihr Lust am Freitag vorbeizukommen und heute tauchen wir nochmal tiefer in das Glück hinein. Genau. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor. Also wer bist du, Berna? Und hattest du heute schon einen Glücksmoment? Oder die letzten Tage? Also, ich bin Berna. Ich bin also hier in Freibühne als Freiwillige, Bundesfreiwillige. Aber früher habe ich auch also ein paar Projekte zusammen gemacht. Aber das ist mein erstes Mal also als Theaterspieler und ich bin ganz aufgeregt und ja, wir sehen hoffentlich. Und ich hatte natürlich also heute einen Glücksmoment. Und natürlich. Zwar, ja, natürlich, weil ich bin ein glücklicher Mensch. Ich weiß nicht, also ich war mit einer Freundin und wir haben zusammen türkische Kaffee getrunken und das mache ich nicht ganz oft hier in Deutschland und das war ein glückliches Moment für mich. Türkischer Kaffee so Mokka oder? Also ja, also deutsche Leute sagen das also Mokka, türkische Mokka, also wir sagen türkischer Kaffee, ah. Also ja. Aber es wird so zubereitet wie ich Mokka sagen würde, oder? Also mit Mokka, also was meinst du mit der Mokka eigentlich? Also, naja, es gibt ja so eine spezielle Kanne, wo man im Prinzip so einen speziellen Kaffee reinmacht, der Mokka heißt. Und dann muss man es mal aufkochen, dann nimmt man es wieder runter, kocht es wieder auf und manchmal mit Zucker. Das stimmt. Das haben wir gemacht. Ja. Ah ja, okay. Dann wir haben ja türkische Mokka gemacht. Okay, ein bisschen Smalltalk am Anfang. Hm. Ja. Ja, aber das ist stimmt. Ja. Kaffee macht glücklich. Das stimmt. Ja, das ist ganz wichtig, ich glaube. Also, und natürlich der Tag zu anfangen. Anzufangen. Ja. Ja, bei dir war es ja auch was Spezielles, war ja nicht einfach nur Kaffee. Ja, okay, voll schön. Oh, da kribbelt es bei mir auch gleich, weil ich merke mal, wenn ich Kaffee trinke, dann kommt bei mir direkt so ein, springe ich innerlich richtig hoch und ich muss dann auch was mit der Energie machen, weil sonst kommt die nur in den Kopf und dann fange ich an zu träumen und sitze da. Also ich glaube, Kaffee ist auf jeden Fall auch eine Droge oder Mokka oder türkischer Kaffee. Ja, was ist denn eigentlich, also wir sind ja hier im Paradise City im Prinzip gerade, was ist denn Paradise City für dich? Also wenn du das so... Ich glaube, ja, Paradise City also ist, wo man also alles erleben kann, also alles finden kann. Also sogar ich verkaufe Glück und kann man einfach Glücks verkaufen oder Glücks kaufen eigentlich. Also du sollst nicht, wie heißt es, Ausnahme finden oder so, unglücklich zu sein. Du kannst einfach dorthin gehen, kaufen oder du kannst alles machen, alles erleben. Also das ist ganz tolle Stadt. Ja. Es ist einfach alles möglich, ne? Ja, ja. Ja.
Und da kann man also eigentlich für mich zum Beispiel, man kann einfach Lebensziel finden. Das ist ganz wichtig. Ja, was, also vor allem, wenn man so in einer Sinnkrise steckt wahrscheinlich. Oder wenn man nicht mehr rauskommt aus so einem, zum Beispiel im Job, und dann eigentlich fühlt man sich nicht wohl, und dann, ja, stimmt, dann ist es so ein, vielleicht eine Inspiration. Die Stadt hat eine Laune, also das ist eine gute Laune. Ja, voll. Und das Glück ist ja im Prinzip so ein Begriff, kann man ja irgendwie nicht ganz greifen, ist eben auch sowas wie Liebe oder so, und auch irgendwie schon, ich würde jetzt mal sagen, ausgelutscht, weil man eigentlich gar nicht weiß, was ist denn das jetzt? Aber, oder es wird ja so oft verwendet und so, und genau, so inflationär. Und aber wenn du jetzt dieses Glück vor Augen hast, wie riecht das, wie schmeckt das? Also welche Farbe hat das für dich, Glück? Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Auf jeden Fall. Von Moment zu Moment. Ach so. Also ich glaube, also für mich zum Beispiel, wenn ich an Glück denke, ich denke über meine Freunde, diese Zeit oder so. Oder zum Beispiel, also du bist an der See und also du isst einfach also Melone und also ein bisschen Käse. Also du kannst also diese Welle hören und du spielst einfach eine Kartenspiel oder Brettspiel oder so. Und also einfach lächeln, also diese seerische Geruch. Also, du kannst, ich weiß nicht, also ich glaube, das vermisse ich gerade. Und zum Beispiel am Wochenende, ich war an der See auch, also Saale, und das war ganz auch ein glücklicher Moment. Und das war ganz neu für mich, ich glaube, deswegen, das habe ich also gedacht, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt verschiedene Momente auch, ja. Ah, okay, und es ist so was Besonderes, weil man dann sich so im Moment ist? Vielleicht? Ja, genau. Ah. Genau, ja. Ja. Also. Ja klar, du hast ja auch echt viel zu tun, auch wenn du hier, also sind ja auch viele Faktoren, um die du dich kümmern musst, ne? Ja, das stimmt. Ja. Also, und also ich weiß nicht, also zum Beispiel, ich soll immer also die Zukunft auch denken. Und wenn ich einfach im Moment bleiben kann, dann das ist ein glückliches Moment, auch, ich glaube. Ja. Zumindest das ist meine Bedeutung von Glück. Und seit wann hast du diesen das wiederentdeckt, dass dieser Moment für dich eigentlich voll wichtig ist, oder eben diese kleinen Erlebnisse, wo du glücklich bist? Ich weiß nicht. Also, oder ist es schon immer also so? Ich glaube immer so. Also jeden Tag, also ich entdecke etwas Neues über glücklich zu sein oder so. Ja. Also, oder an diesem Moment zu bleiben. Oder ist das wirklich glücklich? Weil wissen wir auch nicht. Oder? Ja, wenn es für dich Glück ist. Und hat Glück für dich irgendwie auch so eine Farbe oder irgendwas? Oder ist das einfach, ach, das verändert sich ja immer, ne? Ja, das stimmt. Okay. Und ja, heute, wo du den türkischen Kaffee mit deiner Freundin getrunken hast, das war auch so ein im Moment sein. Ja, das stimmt. Ja? Also, ja. Also das war eine kleine, wie heißt das, Escape vom ja, Leben. Ja. Also wir arbeiten hier viel, also wir machen viele Probe, also ja. Ich mache meine Bewerbung oder so, also oder wir haben andere Sachen, aber das ist ein Blick vom Leben, also dass du einfach, okay, ich höre auf und ich mache ein bisschen Gespräch und ich spreche ein bisschen mit einer Freundin und also trinke Kaffee, also genieße diesen Moment. Das passt voll zu den anderen Themen, die wir hatten, so eine Art Interruption auch vom Alltag. Also das hatten wir auch bei der Folge zum Thema Zeit und Zeitbewusstsein, dass die Zeit ja auch so schnell vergeht. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob man dann auch Glück vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, ja, wenn wir über Zeit denken, also zum Beispiel in dieser Weise, ich habe bemerkt, seit ich hier umgezogen bin, also nach Deutschland, ich meine, also ich habe bemerkt, also ich habe mehr Zeit, also weil in Istanbul, es war immer also ganz beschäftigt, also du sollst immer laufen, du sollst immer rennen eigentlich von einem Ort zu einem anderen Ort, weil die Weg ist immer sehr weit und du sollst immer irgendwo sein eigentlich. Und es gibt viele zum Beispiel Street-Musiker, aber du hast gar keine Zeit eigentlich einfach stoppen und zuhören. Aber hier,
wir haben nicht viele, vielleicht wegen also Corona, ich weiß nicht. Aber zum Beispiel am Wochenende, ich habe ein Piano, also Klavierspieler gesehen. Auf dem Markt? Ja, auf dem Markt. Es war ganz schön. Also im Holzmarkt. Und es war ganz schön. Und ich habe einfach, also natürlich, ich habe Musik gehört, aber ich habe das gesehen und einfach, also in diesem Moment geblieben. Also ich bin in diesem Moment geblieben und ich habe einfach ihn gehört. Und das bedeutet, ich hatte Zeit, um eine kleine Musik zu haben. Also ich glaube, die Zeit und das Glück ist verbunden. Ja. Ja. War die krasse Erkenntnis. Und das heißt, in Istanbul ist es echt noch schneller. Das stimmt. Also klar, ich kann mir vorstellen, sagen, die Stadt ist ja auch größer. Ja, 24 Stunden ist es lebt immer eigentlich. Ja, okay, das ist. Warst du schon mal in Berlin? Ja. Hat es für dich, also ist das ähnlich vom Feeling her? Weil bei Berlin sagt man ja auch, das gibt kein Ende. Also auch wenn du in einen Club gehst, du kannst eigentlich immer tanzen gehen. Du kannst auch um 8 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, keine Ahnung, es gibt immer was. Das stimmt. Also ich habe in Berlin auch 4 Monate gewohnt. Aber für mich, es war also nicht das Gleiche, ähnlich, also viel besser, also viel ähnlicher, nicht besser als Jena. Aber in Berlin, ich hatte, ich glaube, ganz anderes Leben. Also ich hatte zumindest Praktikum als Arbeit. Und ich hatte kein Studium oder so und das war ein, ja, also ich war Erasmus, also Studentin oder so, deswegen, ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Aber wenn ich jetzt lebe, vielleicht wahrscheinlich ist es das Gleiche. Das stimmt. Ja. Und in Paradise City, da bist du ja sozusagen auch eine Glücksverkäuferin, ne? Ja. Und warum hast du dir das Thema Glück ausgewählt? Also was, warum war das für dich irgendwie vielleicht, beschäftigt dich das gerade so oder ist das etwas, wo du dir schon öfter Gedanken gemacht hast oder wo du dachtest, das darf nicht fehlen? Also es war eigentlich ganz spontan. Also es war in einer Probe am Montag und wir haben also über was bedeutet Glück für uns gesprochen. Und also ich habe mit Mike gesprochen, also um ehrlich zu sein, also wegen mein Deutsch, ich war nicht sicher, ob ich gut verstanden habe. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann wir haben über diese Life Coaching gesprochen. Und dann habe ich bemerkt, okay, es gibt viele Leute eigentlich, die Glücks verkaufen möchten oder so, ja. Oder schon, es gibt viele Leute, dass die sagen, okay, ich verkaufe diese Momente euch und ich verkaufe Glück, also zum Beispiel Life Coaching oder so. Und ich bin selbst Ernährungsberaterin und ich habe gedacht, also okay, in einer Weise, ich verkaufe auch Glück eigentlich. Also natürlich, ich verkaufe nicht Glück, aber ich verkaufe meine Beratung und diese Menschen, also in die Zukunft mit ihrem Körper glücklich zu machen zum Beispiel. Ja, also voll. Also na, Glück ist ja auch nichts, was du jetzt irgendwie anfassen kannst. Das gibst du dann halt so weiter durch zum Beispiel Ernährungsberatung. Ja, so. Ja. Ah, ja. Also wir verkaufen alle, ich glaube, Glücks in some way. Ah, das ist voll die spannende Frage, vielleicht auch an euch. Verkauft ihr in irgendeiner Weise Glück oder... Das hat ja auch was damit zu tun, vielleicht sieht man der Welt auch so ein bisschen, oder Menschen wieder. Ja, also wir sind in Konsumierungsphase in der Welt, deswegen wir alle verkaufen Glück eigentlich. Weil wir haben keine Idee von, was Glück ist. Und deswegen, also wir haben immer ein Ziel, okay, ich möchte zum Beispiel, ich habe gesehen zum Beispiel, das war meine Idee, oder es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich möchte ein Haus haben, damit ich mich in der Zukunft sicher fühle. Ja. Deswegen, das ist mein Ziel, deswegen arbeite ich und dann, wenn ich dieses Haus kaufen kann, dann ich bin glücklich werden, wenn ich Rente gehe oder so. Ja. Ja? Also ich möchte einfach in Ruhe sein, in sicher Gefühl habe, also diese. Und dann deswegen, also es gibt immer diese Konsumierung Ziele und deswegen alle kann eigentlich Glücks verkaufen. Wie verkauft ihr denn euer Glück? Würde mich jetzt mal interessieren. Es winken schon einige Kizuragis dabei, Laila nämlich.
Francis Booker sieht zu, Mensch, cool. Ja, siehst du, mit Pizza kann man auch glücklich sein. Ja, das ist ja auch so eine Frage, ne? Instagram zum Beispiel. Also ich hatte das Thema schon bei Lebensglück, da ist ja das Wort Glück schon drin. Ja. Aber da tun ja auch alle so, als wären sie glücklich. Und vielleicht sind sie ja auch glücklich. Aber da zum Beispiel ist es ja auch so, gibt es so zwei Seiten von Glück vielleicht. Ja. Also gibt es Glück, dass man einfach nur so spielt? Oder kann auch Glück falsch genutzt werden? Das kann sein, ja, das stimmt. Ja, ich habe nicht daran gedacht. Also ich weiß auch nicht so richtig, aber das ist auch, glaube ich, so, in Paradise City gibt es ja auch diesen Schein, wie man, dass man etwas sein will, oder einige Charaktere vielleicht haben ja auch so ein Dauerlächeln und sowas. Ja, ja. Und das sind ja auch alles so Momente, das nicht ganz stimmig ist. Man will etwas sein oder man will glücklich sein, aber innerlich ist man es gar nicht. Und das ist ja fast noch schlimmer, als wäre man einfach traurig. Das stimmt. Also oder anstrengender, sagen wir es eher so. Das passt für meinen Charakter auch. Ja? Mein Charakter also möchte immer alle, also immer glücklich sein. Also, also sie möchte ein Glück ohne Maß eigentlich. Mhm. Also, aber ich denke, es soll, also deswegen ist es ein bisschen utopisch. Also wir sollen immer positive sein, also wir sollen immer diese negative Seite haben, um die positive Seite auch zu sehen. Also, es damit soll man das auch ausleben kann. Ja, ja. Also wir können nicht verstehen eigentlich, was weiß für uns bedeutet, ohne schwarz zu sehen. Ich würde sagen. Wir sitzen ja auch auf so einer tollen Bank. Ja. Be happy. Genau. Auch ein Requisit von Paradise City. Das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt, aber hier ist alles in diesem schönen Lila. Und genau. Ja. Okay, voll spannend auf jeden Fall. Hast du denn das Gefühl, so in Paradise City, deine Rolle, die du da spielst und auch das Thema, also Glück, wie du das auch behandelst und so, das ist auch etwas, was man in der echten Gesellschaft wiederfindet? Also weil bei diesem Podcast ist es ja das Spannende, dass wir eben mal überlegen, ob das, was in Paradise City so abgeht, diese Scheinwelt, das, was vielleicht eine Fiktion ist, ob davon nicht auch Teile einfach auch in der eigenen Realität sind oder ob das auch Teile von einem selbst sind oder so. Also ob da auch was in der echten Gesellschaft, ob das da auch eine Rolle spielt. Hast du ja im Prinzip auch schon ein bisschen gesagt. Mit Life-Coaching und so weiter. Ja, stimmt. Ja. Also, ja. Ja. So. Dann auf jeden Fall. Also wenn ihr auf jeden Fall auch noch Glücksfragen habt oder so, sagt Bescheid. Was heißt denn eigentlich, also das hatten wir vorher auch schon mal, was heißt denn eigentlich Glück auf Türkisch? Und hat es dieselbe Bedeutung? Na, Mutluluk. Also Mutluluk, ja. Mutluluk. Also eigene Bedeutung, also ich glaube nicht, also das bedeutet Glück. Ja, manchmal ist es ja so, dass in einer anderen Sprache das irgendwie dasselbe bedeutet, aber dann irgendwie anders verwendet wird oder irgendwie anders genutzt wird oder so, aber ist anscheinend dasselbe. Ja, ich glaube dasselbe. Ja. Ja. Ah ja, okay. Also, meinst du zum Beispiel auf Deutsch, also Glücks kann auch Luck sein und so weiter? Ja, genau. Und manchmal, genau, ist es irgendwie ein anderes Feeling. Also wenn du, manchmal ist es ja auch so mit der Übersetzung, wenn du ein Wort übersetzen willst, dann passt es nicht ganz. Aha, okay. Weil es irgendwie zwar dasselbe ist, aber es gibt manchmal kein Wort dafür oder so. Ja. Deswegen dachte ich so. Ich glaube, wir haben keine. Ich bin nicht sicher eigentlich. Also, ja, aber ja, das bedeutet Glück. Ja, also mit Glück. Ja, also, ich glaube, es gibt keine andere Bedeutung dafür. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch voll viele Sprichwörter so zum Thema Glück. Oder Glück ist ja auch etwas, wo es auch ganz viele Ratgeber gibt. Hatten wir auch schon beim Thema Lebensglück und so. Und es gibt auch so dieses Sprichwort des Glückes. Man ist selbst des Glückes Schmied. Was ist Schmied? Oh shit, dann kennst du das Sprichwort nicht, dass man das Glück sozusagen selbst in der Hand hat. Okay. Was denkst du darüber?
Also du meinst also Glück, dass also wir halten in unserer Hand und das ist also. Also wenn ich Glück habe, dann also ich bin dafür verantwortlich, dass ich Glück habe. Und so. Ja, das stimmt. Also deswegen ich glaube, also Glücksverkäufen ist eine also sozusagen also eine Utopie-Charakter, weil also andere Menschen können nicht eigentlich uns Glück geben. Also, ach so. Also eigentlich also auch nicht mit Ernährungsberatung. Ja, aber am Ende ich bin nur Beraterin. Also wenn du nicht selbst entscheidest, also dass du abnehmen möchtest oder so, also es ist egal, was ich dir sage. Okay. Du kannst selbst entscheiden und ich kann dir nur helfen eigentlich mit meiner Wissen oder Knowledge. Ja. Also natürlich, also ich kriege Geld dafür, aber du sollst immer selbst also weitermachen. Also du kannst mir zum Beispiel 3 Monate, 5 Monate kommen, aber du kannst immer noch mal zunehmen. Ja. Du kannst immer selbst entscheiden, selbst bewegen. Mhm. Also eine Liste nicht ändert dein Leben eigentlich. Mhm. Ändert nicht dein Leben. Ja, das ist halt so, glaube ich, so eine kleine Debatte, habe ich auch das Gefühl, war auf der einen Seite, na klar, ist ja auch doof, immer dann zu sagen, ich kann nichts dafür, ich bin in der Situation, dass ich kein Glück habe oder so. Ja. Aber es gibt ja auch so Momente, wo man vielleicht weniger Privilegien hat. Also das halt vielleicht... Also ich denke, das ist das ist ganz eine große Debatte. Ja, also ja, ja. Also ich komme aus der Türkei. Ja, und ich kann nicht sagen, dass alle Glück ist unser Hand sein. Also wir sagen auch zum Beispiel, also Geografie ist auch ganz wichtig zum Beispiel. Also um glücklich zu sein lebt. Und ja, wo man lebt, wo man geboren ist eigentlich. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, weil zum Beispiel ich bin hier umgezogen, weil wegen also der politische Gründe oder so. Mhm. Und das war nicht in meinem Hand, also diese politische Dinge zu ändern. Also natürlich als ein Person, ich kann alles probieren, aber das kann ich nicht selbst entscheiden. Mhm. Ja. Und aber das war meine Entscheidung, hier anzukommen. Und also um etwas Neues zu probieren, um glücklich zu sein. Ja, war das richtig so der Aspekt, warum du nach Deutschland bist? Vor allem, dass du glücklich sein kannst? Ja, das war eine Grund eigentlich. Ja. Also, aber ich hatte auch Glück. Also dafür. Also zum Beispiel, ich kann noch sagen, dass ich eine Familie habe, also die unterstützt mich. Also nicht der finanziell oder so, aber sie sagen immer, bitte geh oder so. Also es gibt viele Leute, die nicht haben können. Und zumindest am Anfang hatte ich Freunde hier auch oder so und hatte ich ein bisschen Geld, hatte ich eine Arbeit in der Türkei, dass ich ein bisschen Geld sparen kann. Mhm. Also es könnte, das hat mir ein bisschen Nudge gegeben, das weiß ich nicht. Also, ich könnte anfangen hier. Ja, so ein Puffer. Ja, Puffer gegeben. Ja, und also deswegen, also viele Leute haben das auch nicht. Deswegen ist es auch schwer. Ja, krass. Aber es ist Leben zu ändern und diese Glück zu finden. Und gleichzeitig gibt es dir wahrscheinlich viel mehr auch, vielleicht, ich weiß nicht, dieses Gefühl, boah, ich muss was dafür tun, damit ich glücklich sein kann auch. Ja. Also, dass man auch das... Also dieses, entweder ich nehme es jetzt in die Hand oder ich bleibe halt hier und es verändert sich nichts. Also weil manchmal ist es ja so, ist, wenn man jetzt, also, obwohl, das ist bei jedem anders, kann ich nicht so sagen. Ja. Aber ja, na krass. Und jetzt bist du hier und bist glücklich. Ja, ich bin glücklich. Ich war auch in der Türkei glücklich. Ja. Ich war nur nicht zufrieden mit der... Mit der Sache. Zukunft wahrscheinlich, Perspektive und so. Ne? Das stimmt. Ja. Also ich wollte nicht zumindest, also das war mein eigenes Ziel, das war eigene Dinge, das hat mich gestört. Also dass ich immer Visum brauche eigentlich, hier zu kommen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel immer, immer noch diese, also ich hatte grüne Pass vorher und das braucht man kein also Visum. Zumindest durch Europa zu reisen.
Und das hat er, dann hatte ich kein Problem, in der Türkei zu bleiben. Mhm. Aber das ist gültig bis 25, also Jahre alt. Und danach also, bin ich irgendwann gezogen. Also ich war auch glücklich in der Türkei. Ich glaube, also Freunde, Familie sind ganz wichtig für mich. Mhm. Und das ist das Wichtigste für mich zumindest. Ja. Mhm. Ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz was verändern, liebe Leute. Ich muss nämlich noch mal kurz was umstöpseln. Bleibt einfach mal ganz kurz dran. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und es könnte sein, dass ihr uns gar nicht so gut versteht, wie ihr uns eigentlich verstehen könntet. Vielleicht könnt ihr uns auch einfach noch mal einen Kommentar hinterlassen. Manche sind öfter dabei. Einige hatte ich schon beim letzten Mal wieder gesehen. Ja, weiß ich nicht, was für euch vielleicht auch Glück bedeutet oder so. Ich sehe immer ganz viel winkende Hände, aber vielleicht kann das ja auch so zum Nachdenken anregen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr uns sogar besser. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch senden oder so, falls das so ist. Und eine meiner letzten Fragen wäre jetzt auch noch, und zwar, also die Frage bringe ich immer so ein bisschen mit rein, könnte auch in Bezug auf Glück sein, wenn du wiedergeboren werden würdest, als was oder wer oder willst du wiedergeboren werden? Also wir haben eigentlich darüber mit David gesprochen, also ich glaube vor einigen Tagen, also ich habe mir entschieden, dass ich nochmal einen Stein in Everest oder so geboren möchte. Als Stein, ja? Ja, als Stein, ja. Und was hat dieser Stein so an sich, dass du... Also ich habe gedacht, also ich möchte nicht als Tier kommen. Hm, ich auch nicht. Also das ist ganz kurzfristig. Ich habe schon also als Mensch also erlebt, ich möchte auch nicht, um ehrlich zu sein. Und also Pflanze, nee. Also ich muss nicht leben, aber ich habe gedacht, also on top of Everest, also ich habe ganz große also Aussicht und ich kann immer dort bleiben und ich mag auch kalt, das habe ich kein Problem auch und niemand kann meine also Situation ändern, also ich kann immer. Für immer dort bleiben, wenn es keine richtige, also so. Ja, voll. Das heißt, es kommt jetzt gibt. So ein Orkan und du wirst in Everest heruntergeschubst. Ja, dann. Aber nichts. Aber selbst dann? Ja. Ja, das habe ich gedacht. Ah ja, okay, spannend. Was ist für dich eigentlich? Beim letzten Mal habe ich gesagt auf dem Friedhof, dass ich gerne Grashalm sein will. Okay. Aber ich glaube auch für irgendwas Richtung Natur oder so, weil es irgendwie auch spannend ist, weil dieses, also so ein Tier, ich weiß nicht, das verbinde ich irgendwie ganz viel mit Schmerzen und Leiden und ausgeliefert sein. Mhm. Aber es gibt ja auch so Wildtiere natürlich, aber nicht unbedingt jetzt. Ich glaube auch dieses, also anders empfinden und auch vielleicht nicht unbedingt diese Form von Schmerzen haben, Menschen und Tiere vielleicht haben, vielleicht stimmt das auch nicht. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass die Natur oder so auch irgendeine Form von Schmerz hat, aber irgendwie anders. Also ich glaube, es wird auch Licht ausgesendet, wenn man so ein Blatt zerreißt und das wird auch so ein bisschen damit gleichgesetzt. Mhm. Aber ich glaube auch irgendwas Grasiges. Auf so einer Wildwiese oder, kann ich mir vorstellen. Aber ein Stein ist eigentlich auch ziemlich gut. Das ist was Trockenes. Ja. Und vielleicht noch so als letzte Frage. Also wenn, ich meine, es geht ja hier um Utopien und Zukunft. Und wir haben das Thema Glück. Also wie stellst du dir die Zukunft vor, wenn es jetzt um das Thema Glück geht? Also dich selbst oder auch die Gesellschaft, was sollte sich vielleicht verändern in Bezug auf Glück? Welche Rolle Glück spielen sollte, wie man damit umgehen sollte? Also ich sehe die Zukunft nicht ganz glücklich, um ehrlich zu sein. Also wir hatten viele Probleme. Nur Optimistin im Moment, ja? Ja,
Okay. Also wir hatten immer Probleme, wir haben noch immer noch und wir werden natürlich andere Probleme und sogar also bestimmte Probleme haben wir für ewig. Mhm. Also zum Beispiel Gender-Probleme, also Armut oder so. Ja, also es gibt immer noch und es wird immer noch. So, ich glaube, es ist wichtig, dass ich bin jetzt hier da und ich probiere glücklich zu sein und die Gesellschaft soll auch also das Gleiche probieren. Ja, also jeder Einzelne sozusagen. Ja. Glaubst du denn, dass Glück sich auf der Welt steigern kann? Oder verschiebt es sich nur? Hm. Ich glaube, das werden wir sehen. Ja. Also, das wäre irgendwie auch traurig, ne? Ja. Also manchmal ist es ja auch einfach gut, nur daran zu glauben, was halt dann auch. Also wo man auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht ein ewiger Kreislauf und es verschiebt sich nur. Also es gibt viele Schmerzen in der Welt. Also wenn ich immer über die Zukunft denke oder so, oder wenn ich immer denke, okay, was wir machen können. Und also ich weiß nicht, es gibt keine Lösung in meinem Kopf. Also natürlich, es gibt ein paar Lösungen, aber das können wir nicht selbst machen. Mhm. Und es gibt viele verschiedene Leute, wir werden nicht einigen eigentlich. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Menschen irgendwie so richtig krass auch so vielleicht in die Zukunft sehen können, wie man was verbessert. Das ist halt ein Prozess, der sich wahrscheinlich so entwickelt. Aber ja, so viel zum Thema Glück. Und willst du nochmal ganz kurz so ein bisschen dein Glück, also was Glück bedeutet, zusammenfassen? Was für dich Glück ist? Für mich Glück ist, im Moment zu bleiben. Also mit Leuten, die ich liebe, eigentlich zusammen zu sein. Und also dann, also ich weiß nicht. Du bist ganz am Rand, komm mal rein. Vielleicht also, wir können auch sprechen, wenn ihr kommt. Und vielleicht ihr könnt mir auch ein paar Ideen geben, also was ich verkaufen kann. Ja, ja, genau. Denn am Freitag ist die Premiere von Paradise City und dem unentdeckten Land am Kulturschlachthof in Jena. Und vielleicht kleiner Tipp, im Vorverkauf sind die Tickets auf jeden Fall günstiger. Deswegen, ja genau, schaut einfach mal vorbei am Freitag, Samstag oder Sonntag. Und dann könnt ihr uns hier erleben. Es gibt einen Glücksbazar. Und das hat hier auch viel was mit Wiedergeburt und Tod zu tun. Aber genau, also das ist wirklich nur ein Bruchteil. Und es wird, glaube ich, ganz spannend. Und vielleicht habt ihr ja Bock, euer Glück so ein bisschen zu erforschen und in die eigenen Hände zu nehmen. Oder einfach mal zu gucken und euch inspirieren zu lassen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder nee, diese Woche am Donnerstag. Wahrscheinlich mit dem Thema sich fremd fühlen. Und wie baut das alles so aufeinander auf? Das ist voll spannend. Okay, dann tschüssi, bis bald. Tschüssi.